Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir sind mitten im Fight. Und wir sind dabei, Riley vom Flugfeld zu holen anscheinend. Okay, wir haben es schon mal geschafft, hier hinzukommen in der richtigen Zeit. Kurz heilen, jetzt ganz viel los gerade. Ja, aber ich habe euren Chef getötet, warum solltet ihr mich dann töten? Also klar, ich verdiene damit kein Geld mehr, aber... Ich meine, ihr habt doch davon nichts, dass ich... Joink! Gerade zu hoch gezielt mal wieder. Ein bisschen immer ein bisschen runterziehen, dann geht es da durch den Rückschuss immer auf den Kopf, da finde ich ganz gut. Auf jeden Fall ziemlich viele Heli hier. Wir hieße hier spontan nichts. Aber hier ist wieder was, glaube ich. Okay, wer hat mich da gesehen? Hey, wo ist Riley Brody? Wo ist der? Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Und der ist tot? Das war nicht mein Plan, aber gut. Der ist tot. Sie hat den Gefangenen. Muss in einem dieser Gebäude sein. Anscheinend da nicht. Wer schießt da? Ich sehe ihn gerade nicht. Hey, ich bin hier. Im Dunkeln sehe ich die echt schlecht, vor allem wenn mein Visier leuchtet. Oder... Ja, Schnauze. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Ja, Spiel. So, ist hier unser guter Freund oder Bruder Riley. Riley! Ich bin da. Gott sei Dank. Ich hab's schon nicht mehr geglaubt. Wir müssen hier verschwinden. Okay. Mir nach. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich sehe nichts. So viele Effekte. Von Snow White. Ein schlechter Witz. Hürde von Snow White. Ein schlechter Witz, ja genau. Wir sind anscheinend Snow White. Riley kann fliegen, stimmt. Erstmal kurz looten. Vielleicht brauchen wir von irgendwas. Man weiß ja nie. Also wir... Oh Gott, Riley, er schreibt mir nicht so. Wir haben ziemlich gut gespielt, wenn Volker, also heute Volker uns nicht gekannt oder erkannt hätte. Weil wir sind schon... Ja, aber für Flugzeuge. Ja, dann musst du schnell lernen. So. Wo sind überhaupt noch Leute?
Also ich glaube, das ist gar nicht so leicht einfach, einen Helikopter aufnehmen, weil nur ein Flugzeug fliegen kann. Und die sagen, es funktioniert halt gar nicht. Nutze die Macht, okay. Man kann jetzt nicht viel zerschießen auf jeden Fall. Ist nur noch ein Boot, Junge. Ich glaube, so langsam schnall ich's. Alles okay? Ja, wunderbar. Wir haben Finger weniger, Junge. Die sind auf den Dächern. Sind sie? Was auf den Containern? Ich glaube, das sollte ich machen. Sah wieder so aus. Welche Brücke meinst du denn, Riley? Ja, wir müssen jetzt keine Runde fliegen, wir können abhauen. Ja, hast du gesehen, dass wir gerade beschossen wurden? Weil ich die Gegner hier nicht sehe? Riley, wenn du so fliegst, kann ich dich nicht treffen. Ja, viel zu viele Raketenwerfer hier. So, Helikopter ist nicht mehr so heile, aber naja. Gott, den habe ich echt nicht getroffen. Bin komplett vorbeigesprayt die ganze Zeit. Okay, so Helikopter regeneriert sich aber auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Oh oh, da kommt noch mehr Helikopter. Nein, 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 wir haben Helis. Du machst das super, weiter so. Heli erledigt. Heli erledigt. Und den letzten kriege ich irgendwie nicht. Also so gar nicht. Ah, jetzt kriege ich ihn. Gut. Du bist raus. Okay, unser Heli ist auch schon ganz schön kaputt. Gerade so geschafft. War's das lange mal? Wie ein Profi. Ja, liegt wohl an den Genen. Weiter in diese Richtung. Die anderen warten auf uns. Okay, alles klar, ich kann das. Ja, ja. Okay. Ja, wir die Zivilbevölkerung ein bisschen aufwecken. Müssen wir so komplett zerstückeln. Das ist so cool. Oh oh. Warte hier. Wie wollt ihr das mit dem Sprit machen? Der Doktor ist weg. Was ist passiert? Gucken wir mal kurz, wie viel müssen wir noch haben. Ob das hier schon die letzte ist? Ne, wir haben noch zwei jetzt. Also Lisa, der Doktor ist weg. Daisy, Oliver! Scheiße. Okay, er ist ein bisschen umgeschmissen, aber trotzdem können wir es noch auffüllen. Also kaufen. Also, ja, unser Zeug auffüllen, indem wir einkaufen. So. Dr. E. Earnhardt! Earnhardt. Jason. Wo sind ja? Sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Die Krieger?
Sie brachten ihre Freunde zum Bram, was? Die rakiert? Der Verräter oder was? Die hören nur auf uns, wir sind doch der King. Kam wieder der Turm ein bisschen zu spät? Ich verstehe nicht. Ich muss sofort zum Tempel. Riley! Riley, wir müssen los, jetzt! Sammle die Speicherkarten, um die Verbindung von Rogue Island zu den Drohnenkartellen herzustellen. Reicht den Helikopter. Faire Entscheidung, okay, das heißt, die Mission, der Doktor, vielleicht haben wir es geschafft, ne? Ja, das war eine sehr kurze Mission. Schwere Entscheidung. Citra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Oh oh. Ich helfe dir. Bei was genau? Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nun bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jace. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Und dann gehöre ich dir. Was zur Hölle? Pfad des Kriegers. Okay, einfach hier durchgehen, würde ich mal sagen. Anderer Pfad sehe ich gerade nicht. Nur die Stärksten überleben. Mit wollen wir die Klinge auch mal her? Bist du machtvoll, so wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Da ist die nächste Person. Das ist Daisy, oder? Das ist auch Lisa. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm. Ich nehme sie dir, Kissen. Okay. Ich bin dein. Wie wir alle. Okay, jetzt haben wir keine Tattoos mehr. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles außer dir. Hm. Vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatar, alles, was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klinge. Nein, Jace, bitte, bitte, bitte.
Freund retten, Junge. Citra kann mir gestohlen bleiben. Warum musst du gehen? Du wirst kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen. Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Citra, du bist eine Vergewaltigerin. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason, was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst, uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht? Ah! Okay. Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Das war sie auch nicht, Dennis. Citra, bitte. Verlass mich nicht, bitte. Citra, es tut mir leid. Citra, bitte, verlass mich noch nicht. Also, warum sollten wir unsere Freunde töten? Wir hätten die doch einfach wegschicken können und wir hätten trotzdem in der Königsinsel bleiben können. Es heißt ja nicht, dass wir die töten müssen. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Far Cry 3. In Memory of Jens Jungmark, 1973 bis 2012. Skippen wir mal, weil ich will mir keinen Crash angucken. Wir sind fertig mit Far Cry. Okay, ja, ansonsten nicht abbrechen können, was dann passiert. Okay, wir haben jetzt das Ende erreicht. Spiel durchgespielt, würde ich sagen. Im nächsten Part gibt es keinen, weil wir fertig sind. Wir haben alles gemacht. Das nächste Let's Play wird dann vermutlich mal Far Cry 4 sein. Genau, den Multiplayer-Content werde ich nicht spielen, weil ich da keine Lust zu habe, muss ich sagen. Habe ich auch nie gemacht, auch. Ich frage mich gerade, der Stützpunkt, warum ist der hier rot? Warum kann ich da nicht hin? Also mich würde mal kurz interessieren, also wir fahren noch mal kurz hin. Grundsätzlich fand ich das Spiel cool, aber es ist problematisch, dass halt mit modernen PCs halt so gefühlt gar nicht funktioniert. Und ansonsten, ja, ist halt schon ein bisschen Jahre gekommen, also es sieht ja immer noch gut aus, aber halt nicht mehr wirklich gut, also ich habe so viel besser in Erinnerung, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich einfach quasi Nostalgie. Hey Freund, bleib mal stehen, ich brauche ja Auto. Dankeschön. Ich find's gut, dass sie einfach hier. Die stand im Weg. Ich konnte nichts machen. Ich musste mich wehren. Ja. Genau, das Spiel an sich war ganz cool. Die Feuereffekte sind immer noch sehr gut im Spiel gewesen, muss ich sagen. Also, das kann ich nicht sagen, dass das Far Cry 2 ist ultra krass viel besser war. Also. Hier breitet sich halt sehr schnell aus, was ich halt nicht verstehe, weil halt das Gras ist hier immer noch, also wird hier feuchte Umgebung sein. Aber grundsätzlich fand ich das immer noch ziemlich cool gemacht. Und eigentlich will ich das jetzt angucken, was es hier gibt. Vor allem, wer jetzt der Händler ist. Warum sind hier Leichen?
Und es gibt immer noch einen Alarm. Aber der ist schon aus, oder? Moment, ich kann da gerade noch was machen. Jetzt geht's. Alarm deaktiviert. Okay, hier ist ein Händler, aber hier ist kein Händler mehr. Gut. Ja, war ein schönes Spiel. Sind da noch Gegner? Ich bin jetzt wieder Jason mit einem Tatau. Hier sind es einfach Gegner, also die Söldner. Und kann ich in das Haus rein, was ich hier markiert habe? Das war ja das Safe-Haus. Vielleicht kriegt man das, wenn man dann irgendwie den anderen Weg geht. Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall nicht rein. Schade. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt beendet, das Spiel. Was noch cool gewesen wäre, wenn es halt Helikopter, also so ein kleiner Helikopter oder sowas geben würde. Halt, um einfach sich anders zu bewegen, außer halt mit dem Fallschirm und mit dem Wingsuit. Der war sehr cool, muss ich sagen. Story fand ich, ja, okay, also am Anfang so, hey, ich bin Jason, ich habe Angst, Leute zu töten, und zwei Sekunden später, hey, ich schlachte einen ganzen Bataillon ab, und dann den nächsten Cutscene, oh nö, ich habe es einen getötet, aber ist immer noch schlimm. Das fand ich jetzt nicht so schön gemacht, aber naja. Story an sich war okay. Ich würde aber sagen, mehr zum Spiel habe ich auch nicht zu erzählen, das Schiff ist gesunken. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Let's Play. Haut rein und ciao.